Einen wunderschönen guten Abend. Nachdem mich Facebook jetzt dreimal rausgeschmissen hat, beziehungsweise mein Laptop die Verbindung nicht gehalten hat, werde ich also mal wieder übers Handy zu euch sprechen. Aber das ist egal. Also gut, ich habe heute noch mal ein spannendes Thema mitgebracht. Oder ich stelle dir einfach mal die Frage: Hast du den Satz schon mal gehört? Kenne deine Zahlen? Ja, vielleicht so ganz spannend findet das Thema nicht jeder. Aber es ist ein wichtiges Thema. Es ist sicher auch ein bisschen trockenes Thema, gebe ich zu. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich unheimlich wichtig, seine Zahlen zu kennen. Warum? Das ist genau die Frage, über die ich hier sprechen möchte. Und zwar häufig ist es ja so, du startest voller Elan dein Business, du hast viele Ziele, du möchtest viel erreichen, du musst unheimlich viel tun am Anfang. Es gibt so viel zu regeln. Also, ja, du weißt wahrscheinlich gar nicht, wo dir der Kopf am Anfang steht. Und ja, dann ist noch Buchhaltung angesagt und die muss auch noch erledigt werden. Ja, und dann fallen die Zahlen einfach oft unter den Tisch. Man ist froh, dass man seine Buchhaltung erledigt hat. Wenn du das selbst machst, dann in der Regel ja mit einem Online-Buchhaltungsprogramm, dann müsstest du dir theoretisch einfach nur die Zahlen dort anschauen. Wenn du deine Buchhaltung über einen Steuerberater machen lässt, dann schickt dir dein Steuerberater vermutlich regelmäßig diese Zahlen. Wahrscheinlich monatlich, vielleicht auch vierteljährlich. Das kann das eine oder andere sein, hängt oft mit der Umsatzsteuer zusammen, wie die abzugeben ist. Wenn du beginnst, ist das ja monatlich der Fall. Und ich kann nur dir ans Herz legen, schau dir diese Zahlen wirklich an, die du da bekommst, entweder aus dem Programm oder von deinem Steuerberater. Es ist kein großer Aufwand. Der Steuerberater schickt dir in der Regel zumindest diese betriebswirtschaftliche Auswertung, kurz genannt auch BWA, beziehungsweise in deinem Online-Buchhaltungsprogramm kannst du diese auch aufrufen, sicher unter Auswertung. Die Punkte sind immer ein bisschen unterschiedlich, aber ich denke, unter Auswertung solltest du es finden. Und in dieser BWA, was ja eine vorläufige Geschichte ist, das hängt einfach damit zusammen, dass zum Jahresabschluss dann noch ein paar Sachen ergänzt werden, die das Ergebnis nochmal etwas verändern können. Und diese BWA enthält deine vorläufigen aktuellen Zahlen. Oft noch im Vergleich zum Vorjahr, wenn du schon länger unterwegs bist. Aber wie gesagt, die aktuellen laufenden Zahlen. In der oberen Hälfte findest du ja in der Regel deine Einnahmen, entweder mit oder ohne Umsatzsteuer. In der unteren Hälfte findest du deine Ausgaben und ganz unten wird dann quasi subtrahiert, die Einnahmen minus die Ausgaben. Das ergibt dann deinen vorläufigen Gewinn. Das wäre also schon mal eine erste Zahl, mit der du dich ab und zu mal beschäftigen solltest. Die ist natürlich erstmal abstrakt. Da steht jetzt irgendein Wert XY, das können je nach Zeitraum und je nachdem, was du für ein Geschäft betreibst, sind das vielleicht 1000 Euro, können das 5000, können das 15, 20 oder wie viel auch immer sein. Und das ist erstmal einfach nur ein Eurobetrag, der dir sagt, aha, so viel ist aus meinem Geschäft jetzt übrig geblieben. Das ist sicher eine interessante Zahl. Oder ist natürlich eine interessante Zahl, die du, wie gesagt, auch immer im Verhältnis zu anderen Zeiträumen dir anschauen solltest. Aber es gibt noch andere Zahlen. Dazu gehört zum Beispiel die Rentabilität. Hier wird der Gewinn in das Verhältnis zum Umsatz gesetzt. Und letztendlich sagt die Rentabilität, also das ist jetzt die Umsatzrentabilität, von der ich spreche, und letztendlich sagt dir diese Rentabilität aus, lohnt sich mein Geschäft oder lohnt sich es nicht? Ganz einfach. Ist eine prozentuale Geschichte, also eine prozentuale Zahl, die du daraus bekommst, wenn du das dividierst, also Gewinn durch Umsatz. Und auch hier solltest du dir die Entwicklung in gewissen Zeiträumen anschauen. Also einmal im Vergleich zum vorigen Monat, im Vergleich zum letzten Vierteljahr, im Vergleich zum letzten halben Jahr oder auch zum Vorjahr, je nachdem, wie gesagt, wie lange du unterwegs bist. Und weil hier wirst du eine Entwicklung sehen. Denke ich mal. Die kann natürlich schwanken, es kann mal sich in die positive Richtung entwickeln, kann auch mal nicht ganz so gut laufen, aber schau dir das einfach immer mal wieder an. Und auch wenn dir das am Anfang vielleicht alles nur sieben Siegel sind, wie man so schön sagt, dann beschäftige dich aber regelmäßig damit. Und nicht nur einmal im Jahr, sondern so wie du deine Auswertung auch bekommst, schau dir das immer wieder mal an. Wenn du da Fragen hast, frag deinen steuerlichen Berater, frag deine Buchhalterin oder wenn du selber in einem Online-Buchhaltungsprogramm das machst, dann informier dich in Google, was die Zahlen sagen, dass du einfach so ein bisschen so ein Gefühl dafür bekommst, was das für Zahlen sind, was dahinter steckt und wie die sich entwickeln.
Weil natürlich kannst du dir einmal die Einnahmen anschauen, ganz klar, im Verhältnis auch die Ausgaben. Und wenn du schaust, wie das Verhältnis zueinander ist, kannst du dem schon viel entnehmen. Weil es nützt ja nichts, wenn du deine Umsätze immer schön steigerst und immer weiterentwickelst. Das ist natürlich eine schöne Sache, das ist überhaupt nicht die Frage. Aber wenn natürlich da im Verhältnis deine Ausgaben auch überproportional steigen, dann ist das nicht ganz so toll. Weil dann verschlechtert sich letztendlich das Verhältnis von Einnahmen zu Ausgaben. Das heißt, es würde sich dein Gewinn vermindern. Und das ist ja nicht Sinn und Zweck der ganzen Sache. Und genauso musst du das im Verhältnis zur Rentabilität sehen, ob sich dieses Verhältnis halt positiv entwickelt oder nicht. Das sind also zwei wichtige Zahlen, über die du immer mal Bescheid wissen solltest. Und was auch eine wichtige Kennzahl in meinen Augen ist, ist deine Liquidität. Also Liquidität, kennen wir ja das Wort, ist also das, was dir an Geld tatsächlich zur Verfügung steht. Und hier solltest du ganz besonders dir deine Liquiditätsreserve anschauen. Das heißt also, das ist ein Betrag XY, der dir sagt, wie lange könnte ich, ohne dass weitere Einnahmen dazukommen, überleben. Also mein normales Leben ganz normal auch fortführen und weiterleben. Weil du musst ja einmal bedenken, du hast einmal die sogenannten fixen Kosten und du hast die variablen Kosten. Die fixen Kosten sind einfach die, die vorgeschrieben sind oder vorgegeben sind. Das kann zum Beispiel deine Miete sein, können die Hausraten oder Wohnungsraten sein, die du für die Finanzierung bezahlen musst. Das kann das Telefon sein, das können Versicherungsbeiträge sein. Das sind also alles solche Sachen, die einfach jeden Monat da sein müssen und abgebucht werden. Und dann gibt es noch die variablen Kosten, das sind zum Beispiel deine Lebenshaltungskosten oder das können bestimmte Variablen sein, die du selber beeinflussen kannst. Wie viel gibst du zusätzlich aus zu deinen Lebenshaltungskosten, zum Beispiel indem du dir Kleidung kaufst, indem du ausgehst, essen gehst oder auch deinen Urlaub planst. Das ist also so ein variabler Teil, den du durchaus beeinflussen kannst, wo du immer so ein bisschen schieben kannst. Aber wie gesagt, diese Fixkosten sind einfach da. Und wenn du das jetzt zusammenrechnest, also deine Kosten quasi kennst und deine Rücklagen, also deine Reserve kennst, dann weißt du, wie viele Monate du überleben kannst mit dieser Liquiditätsreserve. Jetzt ist ein schwieriges Wort. Also das sind so zwei, drei Kennzahlen, die du dir einfach regelmäßig anschauen solltest, um einfach auch zu wissen, wie du stehst, wie dein Geschäft läuft, wie sich das Ganze entwickelt. Und wie gesagt, es ist nicht so ein ganz spannendes Thema, aber es ist ganz wichtig, dass du dir das immer wieder mal anschaust. Wenn du hierzu Fragen hast, dann frage am besten deinen steuerlichen Berater. Wenn du allgemeine Fragen zu dem Thema hast, kannst du auch gerne dich an mich wenden. Schreib einen Kommentar oder schreib deine Frage in die Kommentare. Schreib mir auch eine PN, wenn es etwas Persönlicheres ist. Ich werde dir dann entsprechend darauf antworten. Ja. Auch wenn das, wie gesagt, zum späteren Abend ein etwas trockeneres Thema war, ich hoffe, ich konnte dir trotzdem den einen oder anderen Denkanstoß dazu geben. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich freuen, wenn du mir ein Like dalässt oder wenn du das Video auch gerne teilst. Wenn du Bekannte oder Freunde hast, würde ich mich auch freuen, wenn du ihnen das weiterleitest. Natürlich vor allem nur dann, wenn sie Interesse daran haben. Wenn du andere Menschen kennst, die gerade im Begriff sind, ihr Business zu gründen, kannst du sie auch gerne auf meine Internetseite schicken. Die verlinke ich dir unten noch. Das ist die www.online-business-gründen.de, Gründen mit UE. Dort findest du viele weitere spannende Informationen zum Thema Gründen oder sich selbstständig machen. Und dort kannst du dir viele interessante Informationen einfach noch abholen. Ja, die Woche ist fast rum. Das sollte es für heute auch gewesen sein. Wie gesagt, das war heute so ein bisschen so ein Video mit Stolperfallen. Ich habe das jetzt das zweite Mal aufgenommen, aber ich denke, ich habe jetzt auch soweit nochmal alles drin, was ich im ersten gesagt hatte. Ich wünsche dir einen wunderschönen guten Abend. Genieß die Zeit, genieß das Wochenende. Wir sehen uns in jedem Fall nächste Woche.